Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelderland mit vielen neuen Produktionen und einem Volker Varuna, der... Ah, da kommt ein Auto. Ich sehe da ein Auto kommen. Mit einem Volker Varuna, der gerade auf den Leon Müller, nee, Lukas Müller wartet. Ich brauche dem sein Auto, damit ich zu einer Besichtigung oder zur Besichtigung der Molkerei fahren kann. Der möchte die nämlich kaufen. Wieso wird denn jetzt schon wieder was synchronisiert? Nee, egal. Die Molkerei ist zu verkaufen. Ja, yeah, komm her. Er fährt aber auch wie ein Opa hier. Guten Tag. Hi, ich glaube, du musst auch mal deinen Führerschein erneuern, hä? Ja, oder die Reifen. Ach so. Sind die nicht mehr gut? Keine Ahnung, was der Händler mir da angedreht hat. Irgendwie fällt sich das Ding ein bisschen komisch. Ja, ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, musst du vielleicht mal wieder zur Inspektion. Jo, ich hab Zeitdruck. Komm mal kurz mit. Jo. Oh ja. Oh. Ich seh's. So, ich hab die, also die Bäume, die hier rechts markiert sind, auch ein bisschen schneller laufen. Also die Bäume hier darfst du ignorieren, die gehen nicht weg. Okay. Die stehen leider doch nicht mehr auf meinem Grund und Boden. Aber hier die ganzen Fichten, die sind alle markiert. Ja. Bitte einmal fällen und entasten. Okay. Wenn du das gemacht hast und ich dann bin ich noch nicht zurück. Also muss mal gucken, da hinten drin stehen auch noch ein paar Fichten. Einfach alle Fichten, die du findest. Die markiert sind. Die markiert sind, entasten, fällen, entasten. Ja. Wenn ich dann noch nicht zurück bin, dann kannst du noch gucken, dass er auf den Trailer da drüben auflädst. Jo, wir werden sehen. Jo, okay. Gut, okay. Dann danke erstmal, tschüss. Jo, ciao. So, jetzt muss ich mich sputen, ey. Mal gucken, ob die Reifen wirklich so schlecht sind und ob man damit gut driften kann. Ah, jetzt hat er. Ah. Oh, wie der schon läuft. Müller! Hm? Gib mir mal noch die Schlüssel. Ah ja, stimmt. Gucken, so, dann finden wir sie und... Ich brauche nicht den ganzen Schlüsselbund, gib mir nur den vom Auto. Ja, ich bräuchte nur Farm Manager. Das ist quasi hier, weil ich kann die Lücke. Jetzt. Ah, genau. Jetzt. So, jetzt haben sie... Danke. Jetzt haben sie Schlüssel. Also, viel tschüss. Spaß. Und ja. Fahren sie es nicht gegen die Wand. Ich schau mal. Jetzt bin ich schon viel zu spät, ey. 16:01 Uhr. Ab geht die Luzi. Ja, blubbern tut er ja ordentlich hier. Molkerei, muss gerade mal überlegen, wie wir da am besten fahren. Ich gebe einfach mal Gas hier. Wird schon gut gehen. Schon lange kein schnelles Fahrzeug mehr gefahren, immer nur den Johnny. Läuft ordentlich, die Kiste. Für ihr Alter geht es. Gar nicht, weshalb der so langsam mit der Kiste fährt. Die läuft doch gut. Ich glaube, der muss sich mal eine Führerscheinkontrolle machen lassen.
Ich glaube, der ist einfach nicht mehr. Sein Führerschein ist nicht mehr taufrisch und er schafft es nicht richtig zu fahren. Alles Paletti mit dem Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, was der hat. Schöne V8 blubbern hier. Hoffentlich steht keine Polende irgendwo rum, dann ist alles gut. Oh. Da ist auch Highlife. Was ist denn? Ist er schon da? Was ist er denn? Wo ist er denn? Ich geh mal gucken, was da drüben passiert ist. Hallo. Hallo. Was ist denn hier Ja. passiert? Eine Übung für die Feuerwehr. Sie sehen ja, obwohl das Auto kaputt ist, haben wir alles geplant und so. Das war eine längere geplante Übung. Oh, das können Sie wegwerfen, das alte Ding. Ich weiß. Okay. Und haben Sie ja schon von Herrn Schneider mitbekommen. Was denn? Der war eben sauer auf die Warum? Polizei und auf den Herrn Reisex. Ja, der Trecker von dem. Naja, wird stillgelegt. Warum? Ist doch schon TÜV gefallen. Nach einer TÜV-Prüfung, die von der Polizei veranlasst wurde. Ah, okay. Was hat der Und RaceX damit zu tun? ja, der war ja der TÜV-Prüfer. Ach so, okay. Und was machen Sie hier? Ich warte eigentlich gerade auf den Harry, der wollte sich das Milchwerk anschauen. Die Molkerei. Deshalb. Okay. Jo, jetzt warte ich nur auf den Harry, aber der ist irgendwie. Keine Ahnung, wo der ist. Was macht ihr Hof? Läuft da alles? Auf dem Hof alles tut ihr. Heute Morgen, nee, vor 2 Tagen. Ich glaube, ich ein bisschen Mohn verkauft. Okay. Gab über 60.000 Euro. Ich habe mitbekommen, dass sie auch Forst machen. Ich mache für mich Forst. Ich bin kein Förster. Nee, ich Mensch. meine nur, sie machen Forst. Und Ah, machen warte sie jetzt mal. nur noch Forst oder? Da kommt der Harry. Ey, Oder? aber das darf nicht wahr sein. Ist das der Harry? Warten Sie mal kurz. Hoffentlich sitzt der Harry nicht am Steuer. Sie Fuck. auf. Harry, du Hallo? verlierst deinen Düngestreuer. Der Hofer. Ja. Zum einen zu schnell fahren. Wo bin ich jetzt zu schnell gefahren? Hinten zum Mann. Kommen Sie mal mit. Wo? Ja, was ist denn? Hier ist meine. Warte mal, da ist doch gerade noch einer rausgesprungen. Ah, hier. Hallo? Guten Tag. Sie sind der Mitarbeiter von dem Harry, oder? Ah. Ja, Bruder. Der Bruder? Ja, Ich ja. wusste gar nicht, dass er einen Bruder hat. Ja. Okay. Wie Was heißen wollen Sie Sie? denn? Aribert. Ah, okay. Cool. Bin der Folge Varuna. Ja, grüß Gott. Servus. Keine Hand bitte, Coronavirus. Alles gut. Ja. Nur noch an der Schulter abklopfen und so.
Lächerlich. Sie gucken hier mit oder sind Sie schon wieder auf dem Sprung? Ich wollte es mir auch anschauen. Ah, ja. Ja, ist ganz vorteilhaft, das Milchwerk, weil das hat einen Vertrag mit Demeter. Das ist sehr gut. Ja. Was da hinten kommt, der Harry? Ja, ich hoffe mal. Ja, oder wollen Sie mir schon was zeigen? Ich kann schon mal anfangen. Wir können hier schon mal, wo fährt denn der jetzt hin? Weiß nicht, was er will. Sieht nee. Auf jeden Fall nicht so gesund aus. Jo. Okay, dann fangen wir mal hier außen an. Also hier haben sie es, die Office-Räumlichkeiten. Ja. Die sind frei zur Verfügung, können natürlich mit dazu. Ja, ja. Wenn wir hier durchschauen, sehen sie ja die großen Milchtanks. Ja. Dann haben wir hier eine Lagerhalle und Produktionsstätte. Ja. Kann man die Hallentore auch mal öffnen? Ja, würde ich gleich machen. Erst besichtigen wir mal außen. Hier rechts haben wir das gleiche nochmal in grün. Okay. Dann haben wir hier die ganzen Produktionsstätten innen drin nochmal. Okay. Hier die Tanks zum Pasteurisieren der Milch. Okay. Ja, Milch muss erhitzt werden, damit die Bakterien sterben. Dann können Sie hier die sehen, was Sie. Also hier haben Sie nochmal so Displays, wenn die Produktionslinien aktiv sind. Ja. Das Gemäuer ist natürlich schon ein bisschen älter, müssten Sie vielleicht mal neu streichen. Das kriegen wir schon hin. Ja. Hier haben Sie auch nochmal Tanks. Ja. Dann haben Sie hier die Anlieferungspunkte für die Milch. Ja. Da müssen Sie nur darauf achten, hier in den zweiten Käseproduktionstank, da gehört Schafsmilch rein. Okay, Schafsmilch, das zeige ich mir. Also in den hier. In die restlichen kommt überall Milch rein. Okay. Also überall Biomilch oder? Überall normale Milch und nur in den zweiten Tank, da gehört Schafsmilch rein. So, Sie können vielleicht auch hier, ich gebe Ihnen gerade mal die Schlüssel. Jo. Bitteschön. Können Sie gerade mal die anderen Tore aufmachen? Ey. Jawohl. Seid ihr denn? Ja, Harry. Der gute Herr Varuna hat mir schon mal etwas gezeigt. Warte, ich habe schon ein paar Schlüssel. Hier, Servus, Harry. Servus. Ey, die Polente, ne? Ja, wie immer nervig, ne? Ja. Ich wollte mich nochmal bei Ihnen verabschieden. Weil ich eben so schnell weggegangen bin. Ja, schönen guten Tag. Stark noch. Tschüss. Dann Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, ebenso, Herr Richter. Jo, tschüss. Melden Sie sich nochmal wegen Führerschein, ne? Jo, melde ich mich. Gut, tschüss. Tschüss. So, und hier drinnen ist. Ja, Moment, Harry, ich mach gerade mal die Tore auf. Dann sehen wir auch. Herr Varuna. Wer, wo, was? Hier. Ja. Ich wollte Sie mal fragen, ob ich mal Ihren Jundierprobe fahren dürfte. Oh. Wieso? Wir kaufen ja einen. Hey, ich wollte nur mal Probe fahren. Ja, wenn wir den dann eh kaufen. Ich weiß nicht, ob ich einem Steuerfahrer meinen schon dir anvertrauen möchte. Ja, lieber ein Fendt. Ein Fendt ist mir völlig egal. Können Sie gegen die Wand fahren. Sie machen, mit dem Fendt können Sie machen, was Sie wollen. Aber beim John Deere, da müssen wir uns schon ein bisschen aufpassen. Ja, ich würde, wenn es nur kurze Strecke wäre. Ja, jetzt sind wir mal hier bei der Milch. Ja. Bei der Molkerei herüber. Ja, gut, wir kommen, ich zeige Ihnen noch die Räumlichkeiten. Ihrem Bruder habe ich schon die Außenanlagen gezeigt. Ah ja, da drüben, ne? Genau, die Displays, die Anlieferungspunkte. Ja. So, wenn Sie hier reinkommen, sehen Sie hier auf der rechten Seite. Der rechten Seite, von mir aus rechts. Wenn Sie reinkommen, rechts, also hier. Ja, hier. Hier ist die Käseproduktion. Kommen die Paletten raus. Welche Käseproduktion? Von den Kühen oder von den Schafen? Normaler Käse und Schafskäse können Sie hier produzieren. Ah, okay. Ja. Genau. Hier sehen Sie die Anlieferungspunkte für die Leerpaletten. Ja. Und die Kartonpaletten, muss ja auch alles verpackt werden. Sie können sogar hier das Licht anschalten. Ah, ja. Ja, ist jede Halle, also jeder Hallenabschnitt ist einzeln gekoppelt. Ja, wir haben ja auch schöne große Hallen, ja. Ja. Die Lager hier können Sie natürlich auch nutzen, um Fertigprodukte einzulagern. Ja. Gut, dann gehen wir noch rüber in die andere Halle.
Ihr Bruder ist schon ein bisschen langsam, oder? Entschuldigung. Okay. Ja. So, wenn Sie hier reinschauen möchten, dann sehen Sie hier Obstanlieferung für den Joghurt. Ah, ja. Und Zuckeranlieferung für den Joghurt. Soll ja auch ein bisschen noch was schmecken. Und also das muss man hier in das Regal reinstellen. Sie müssen sich reinstellen, dass wenn Sie hier mit einem Trailer ranfahren, dann können Sie das hier automatisch einlagern. So, dann haben wir hier auf der linken Seite, das äußere ist die Butterproduktion. Auf der rechten Seite da drüben, das einzelne ist glaube ich Quark, wenn ich es recht im Kopf habe. Und die hintere Linie, die ist für den Joghurt. Und warum hin sind hier zwei dann und hier nein? Ja, weil es insgesamt 5 Produktionslinien gibt. Aha. Also das hier ist hier Butter zwei. Und das ist Joghurt. Ah, okay. Und drüben ist halt der Quark. Aha. Und dann in der anderen Halle sind nochmal zwei, ja. Genau. Ja. Hier bei ist wieder den, das Gleiche. Hier ist auch Paletten- und Kartonanlieferung. Sie müssen halt drauf achten, oder du musst drauf achten, dass sie hier wirklich vor den Produktionen oder vor den Triggern anlieferst, sonst geht's hier rüber. Ja. Also da musst du ein bisschen drauf achten. Also nehmen sonst die Mitarbeiter hier die Reihe her? Ja, die verpeilen das sonst. Okay. Genau. Ja. So, was sagst du dazu? Ja, ist schon eine schöne große Anlage hier, ja. Ja, auf jeden Fall. Also kannst du es dir nochmal anschauen, in Ruhe. Oder muss man vielleicht ein bisschen auffüllen hier. Ja. Musst du vielleicht mal an Jürgen fragen, ob der hier Kies... Ja, das ist kein Problem. Kies reinschüttet. Ja, die würde ich dann eigentlich schon kaufen, ja. Dann würde ich mal kurz, du kannst dich noch ein bisschen umgucken, da hinten warst du ja noch nicht. Und ich zück mal kurz den Taschenrechner. Ja. Jo, Herbert, kommst du mal mit? Jawohl, komm ich. Und hier liefert man das an, oder? Ja, was er mir erklärt hat, in den hier kommt Schafsmilch. Bei Käse kommt normal, in jeden kommt normal rein, in den hier kommt Schafsmilch. Aha, hier ist Käseproduktion und hier ist auch Käseproduktion. Okay, also wie gesagt, hier für die Schafe. Ja. So, Herr Hofer. Ja. Ich hätte mal gerechnet. Ja. Da wären bei einem Gesamtpreis von 183.000 mit Steuern. 163.000. 83. Nee, Quatsch. 283.000. Mit 283.000, ja. Mit Steuer, das heißt, Sie müssten noch an die Gemeinde zahlen. Moment. Soll ich das schon eintragen, oder wie? Nee, Moment, das müssen wir über den Jürgen machen. Der hat gesagt, wir können ihn anrufen. Also an Steuern wären es 25.700. An die Gemeinde. Telefon, Moment. 21. Ja, hallo? Ein Zimmermann hier. Ich habe eine Frage, und zwar wurde ich schon auf der Einsatzfahrt zum Feuerwehreinsatz geblitzt. Wie ist denn das mit den Kosten? Bei der Gemeinde einreichen. Bitte an Herrn Neumann. Nee, über die Gemeinde, also. Okay, ja, verstehe. Okay, jo, werde ich machen. Perfekt. Jo. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Weil du mit dem schön in der Halle rumfahren kannst. So, Herr Hofer. Kosten, ja. Ja, ich habe jetzt mal, ich habe jetzt 26 an die Gemeinde überwiesen. Ja, das passt. Dann würde ich jetzt den Jürgen anrufen, dass er die Eintragung macht. Ja. Okay. Wissen Sie, ich habe ja das Wasserfass, das Universalfass gekauft. Das glaube ich kann keine Schafsmilch laden, oder? Nee, für die Schafsmilch gibt es einen Spezialfass. Ja, dann würde ich das dann austauschen, ja. Ja, da hat der Tuner Varuna LP
Hat er ein neues gemacht, das MKS 32. Ja, dann, werde ich das austauschen. Wobei halt die... Achso, ja, kannst ja. Kannst du machen, ja. Ja, weil ich muss dann auch noch vom Franz die Milch runterfahren. Ja, okay. So. Gut, dann telefoniere ich jetzt noch mit Jürgen und der trägt's ein und dann gehört's Ihnen. Jo, passt. Dann herzlichen Glückwunsch. Jo, danke. Ich hol mal gerade noch, kommen Sie mal mit, ich habe da noch was im Auto. Ach so, wissen Sie, wie das mit der Karton läuft? Die ist, glaube ich, noch zu verkaufen. Die Interesse daran, oder wie? Moment. Hast du Interesse daran? Ach ja. Neues Auto oder was? Nee, das gehört dem Lukas Müller. Okay. Aber hier, hätten Sie noch ein Prosecco. Ah ja, danke. Zum Erwerb der Fabrik, da kann man ja mal was spendieren. Jo, danke. So.